So, wir machen weiter. Ich sollte mir einen Kobold zulegen. Der würde wunderbar darum aussehen. Okay. Ja, das werde ich aber, wie gesagt, da stehen lassen. Wir machen weiter mit den Sims und ja, die sind ordentlich am Schnarchen. Meine kleinen Viecher sind bald so weit, dass sie die erste Trophäe abräumen. Also, das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, die den ersten Platz Trophäe Gedöns abräumen werden. Ne, ihr seht schon, Whiskers hat 8 Trickpunkte, sonst alles voll. Und bei Fifi sieht es auch schon einigermaßen gut aus, 5 Trickpunkte. Und dann sollte das laufen. Vor allem bei Whiskers, weil ihr geht es ja sowieso immer gut. Fifi hat so ein paar soziale Probleme, aber das kennen wir ja schon. Schlaf! So, mit unserem Anton sind wir ja in der Megastar-Welt schon. Musst du auf den Pott? Oh ja. Wie wär's, wenn du oben gehst? Sind wir ja in der Megastar-Welt schon ordentlich weit gekommen. Wir sind ein Gassenhauer. Habe ich mir die Definition einfach schon mal durchgelesen? Ich glaube nicht. Du dachtest, du könntest die Welt verändern, indem du deinen alten Freunden treu bleibst und das System von innen veränderst. Dies solltest du noch einmal überdenken. Der Studiopath ist nämlich nichts anderes als eine skrupel- und gefühllose Geldmaschine, die unaufhaltsam rattert. Dir bleibt nichts anderes übrig, als sich ihr anzupassen. Bleib am Ball. Ja, versuche ich, ne? Indem ich erstmal so ein bisschen Charisma und Körper trainiere. Aber erstmal muss er ein bisschen ausschlafen. Unser kleiner Anton. Für alle Fälle Anton. Hauptsache am Tag schlafen. Aber so eine Phase hatte ich. Nein, du blöde Kakto! Ah! Warum? Bist du bescheuert? Das war mein Kampfgeld. Ich wollte mir doch noch einen Kobold holen. Ich hasse dich. Oh. Was will ich jetzt sagen? Naja, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich auch immer am Tag gepennt habe. Also, das musste ich, weil ich konnte nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Das ging sowas von gar nicht mehr. Und ja, eigentlich nicht so empfehlenswert. Steh auf. Monika, ich hasse dich. Vom ganzem Herzen. So, ich würde mal sagen, wir können noch nicht säubern, schade. Aber das werden wir bald mal wieder tun. Naja, reite du mal dein Ding da oben. Noch ein bisschen Abendessen servieren. Oh, schön, dass der Gärtner auch mal was macht. Arbeite gefälligst. Ich würde eigentlich mal sagen, wir machen mal hier den Zaun weg. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen was vom Garten retten. Nein. Definitiv nein. Aber ich habe auch, glaube ich, gar keine Zutaten mehr für irgendwas, um da irgendwie zu interagieren. Ja, nee. Ja, schön für Bohnen und Karotten. Da kann ich aber jetzt auch nichts mit anfangen. Ich weiß auch gar nicht, wie man da großartig kochen sollte. Das wäre ja schon so ein bisschen blöd, ne? Also das Ding finde ich echt geil, ne? Das war echt eine Investition. So, mein Lieber, es wird Zeit, dass du ein bisschen in den Spiegel redest. Bewundern. Wir wollen ja ein bisschen Charisma. Da fehlen ja nämlich noch 2 Punkte. Und auf den Bullen könntest du eigentlich auch mal gehen. Schneller! Los, 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 los! Alle down! Oh Gott, was die überlabern da. Furchtbar ist das. Fifi? Hallo? Auf zu essen. Bist fett genug. Was Novel Love, hast gehört? Nein! Immer schön loben. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Aber das kennt man ja. So. Tricks. Hey! Gehorche. Das müssen wir fertig kriegen. Ich bin zuversichtlich. Die Energie ist noch relativ gut. Jawohl! Aber wir können gleich mit dem nächsten Trick weitermachen. Das ist nämlich ein hoher Salto. Nicht weglaufen, Viech. Hier bleiben. Jawohl. Das müsst ihr euch jetzt auch mal angucken. Das ist voll geil. Oh.
Jawohl! Das ist mein Pfiffi. Der hat das drauf. Okay. Na gut, der wird aber auch gleich aufhören. Hör doch mal auf, nein! Ja, das ist die Logik schlechthin. Er geht oben aufs Klo. Das ist so gut. Da war das Geräusch wieder. Er hat ja nicht erlaubt, dass du aufhören darfst, eine Rede zu üben. Boah, da fehlt aber noch ordentlich was, ne? Kollege Schnürschuh. Butler, wie wär's, wenn du einfach mal aufräumst? Nein. Mach mal noch auf Sport. Dann kannst du ausmachen. So, Rede üben. Vorher schläfst du nicht. Okay, ich glaube, er wird vorher schlafen. Oh, danke, knapp. Jawohl! Schlaf. Ja, wir müssen uns hier alles gerade so ein bisschen durchrocken. Sie ist schon wieder voll wach. Jetzt frisst du schon wieder, gehst du schon wieder in meinen Kühlschrank. Das ist meiner. Ich hab dir auch nicht erlaubt, das fertig zu machen. Geh baden, du stinkst. Warte mal, geh mal dahin. Was ist da? Geh mal hier hin. Das ist echt faszinierend. Und bescheuert. Tricks. Tricks beibringen. Whiskas, halte durch, auch wenn du aufs Klo musst. Oh, die hält das aber lange aus. Jawoll. So, da fehlt nur noch ein Punkt. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Vielleicht macht sich Kätzchen ein. Oh nein, und Kätzchen ist müde. Gut, Katzenklo ist aber sauber, ne? Passt schon. Okay, dann machen wir mit dem Essen weiter. Anton hat gleich auch genug gepennt und kann wieder aufstehen. Steh auf. Echt immer den ganzen Tag, ne? Immer wieder. Ah. So, wir müssen nämlich gleich noch ein bisschen Körper trainieren, das weißt du, ne? Schnuggi. Dafür muss er aber eigentlich richtig fit sein, ist das Problem. Beschäftige dich mal mit mir. Flüchtig, das ist nicht so gut. Reden. Kitzeln. Oh, sie mag das. Wow. Eine Frau, die kitzeln mag. Umarm. Hey. Schimpfen übers Haus. Oh, nee. Ist bestimmt nicht gerade so gut fördernd für soziales Leben. Mein Gott, warum kann ich nur so wenig mit der machen? Das ist ja furchtbar. Lauf! Deine esoterische Beraterin hat gesagt, du sollst an deine Beziehungen arbeiten, denn in der nächsten Mondphase wirst du Freunde brauchen. Okay. Ach stimmt, in Sims 3 gibt es ja auch Mondphasen, ne? Aber erst ab diesen übernatürlichen Dings-Upgrader. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Whiskers! Whiskers! Ich brauch Freunde. Komm her, ja? Was willst du denn? Nein! Was? Nee, ich bin auf dem Falschen. Spielen mit Streicheln. Hör auf zu kochen, mein Gott. Ist ja furchtbar. Klicklack, klicklack. Ja gut, dann ist noch. Das bringt gerade ein bisschen mehr. So, und jetzt auf den Bullen. Los! Das war's, glaube ich, schon. Ja. Oh, ist das dumm. Okay, dann müssen wir die Zeit noch schnell nutzen. Wir müssen noch schnell in den Studiopark. Obwohl, nee, warte mal, duschen. Du stinkst. Du stinkst richtig heftig. Obwohl, das lohnt sich, glaube ich, eigentlich nicht mehr. Nee, weil ich muss dann erstmal wieder auffüllen, weil wenn er dann wieder Karaoke singen soll, dann sagt er wieder, nee, ich bin voll bescheuert. Ich kann das ja nicht. Hey! Wie ist krass, ärgere mich nicht. Lieber Tricks.
Nein, sie ist fast... Na toll, das hat sie ja gebraucht. Super, mach's Katzenklo sauber. Geh aufs Klo. Geh schlafen. Was macht sie eigentlich schon wieder? Sie uriniert, okay. Willst du jetzt duschen? Ja, ist halt ein bisschen doof mit ihr, ne? Ich weiß nicht immer so ganz, was ich mit ihr machen soll. Sie kann einfach nichts Produktives tun. Tricks! Hohen Salto beibringen. Los geht's. Macht fertig. Jawohl! 7 Punkte schon, also es wird, ne? Wer nicht wird, der wird, würde ich sagen. Unter dem Punkt machen wir jetzt einfach mal Feierabend. Ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge dann mit der Megastar-Routine weitermachen. Ich hoffe, ich komme jetzt endlich mal... Ich müsste auf 3 Sterne kommen, oder? Ja, hoffe ich. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei den Sims. Haut rein, ciao.